Hello, good evening. Very pleased to meet and see you, and I would like to ask you a follow-up question. I'm a history student, and when I read history novels, which I love to do, I always notice that many authors write about past things with the eyes of today. So they see it with the eyes of today, and you manage it in your book somehow. I don't know how you do it, to write with the eyes of the past. So that makes your books much more realistic. So how do you do that? How do you manage? Lisa ist Geschichtsstudentin und hat gesagt, wenn sie viele historische Romane liest, fällt ihr immer auf, dass die Autoren mit einem Blick von heute auf die Geschichte aus der Vergangenheit schauen. Bei Kent ist das anders. Er hat tatsächlich die Position, den Blick aus der Zeit, und wie schafft er das? I think the fascination about historical novels is that people don't really change. So people of the Middle Ages, or people of 100 years ago, have very similar hopes and fears to the ones that we have, but there's circumstances that can be different. In the Middle Ages, for example, the Middle Ages was very cruel. People were hungry, people were cold. When their children were sick, they couldn't take their children to the doctor because medicine was so primitive. And so what I try to do is, I don't try to change the people. I write about people who are like the people that I know. But I imagine how we, and particularly I, would deal with something as difficult as living in the Middle Ages or living in East Berlin when the war was built. And I think that's the combination that works for me anyway. People, not much different from what they're always like, but the circumstances. Kents Ansatz ist, dass er sagt, seit dem Mittelalter waren die Menschen eigentlich immer gleich, mit ihren Hoffnungen, mit ihren Ängsten, mit ihren Sorgen, Lügen, aber die Bedingungen waren anders. Im Mittelalter gab es Epochen, Orte, das war viel grausamer, die Menschen waren hungrig, die konnten ihre Krankheiten, die Kinder nicht zum Doktor bringen und heilen lassen, solche Dinge. Und er versucht sich, hineinzuversetzen mit seinen Gefühlen, mit seiner Fantasie, auch in die Person, und fragt sich, wie würde er sich da heute fühlen, wenn er mit solchen Bedingungen zu kämpfen hätte, ob das jetzt das Mittelalter ist oder auch Berlin zwischen 61 und 89 von der durch die Mauer abgeschossen.